So, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play zu Fallout 4. Ich klinge vielleicht noch ein bisschen erkältet, weil ich war die letzten Tage so krank und, also jetzt nicht wirklich schlimm krank, nur eine ganz leichte Erkältung. Seitdem ich regelmäßig Sport mache und mich gesund ernähre, sind Krankheiten irgendwie nicht mehr so das Thema. Und wenn ich überlege, wie sich das früher so angefühlt hat, wenn man erkältet war, dann muss ich sagen, es war echt total easy. Aber erkältet ist erkältet. Man hört es wahrscheinlich noch ein bisschen, ich bin ein bisschen krank gewesen. Und wollte, wie auch immer, keine Videos aufnehmen. Das heißt, so heiß und aktuell, wie diese Aufnahme ist, ist es selten. Weil, wenn ihr die Folge seht, habe ich diese Folge hier genau einen Tag vorher aufgenommen. Also, ich habe sie quasi für euch gestern aufgenommen. Für mich ist jetzt natürlich in meiner Zeitlinie heute, aber ihr wisst, wie ich es meine, ne? Wenn ihr die Folge seht, dann ist die gerade mal einen Tag alt, wenn überhaupt. Ich hoffe, ich bekomme sie auch so schnell hochgeladen, aber es sollte kein Problem sein. So, ich habe jetzt länger nicht aufgenommen, ich erinnere mich noch so ein bisschen, was passiert ist. Die letzte Folge war das mit dem krassen Bären. Wir sind eigentlich noch auf der Suche, also wir wollen eigentlich dem Typ da folgen. Aber ich lasse mich wieder von allem ablenken und aus diesem Grunde sind wir jetzt gerade woanders. Ich glaube, da müssen wir nicht hin. Das Ziel zeigt dahin. Hä? Okay. Oh, fuck. Hallo, wo ist denn Spike? Spike, helf mir doch mal. Ich bin ja gleich tot. Ich renne erstmal kurz weg. Keine Ahnung, vielleicht haben sie auch Spike schon zerfleischt. Ich heile mich mal lieber. Ich wollte dann ja eigentlich auch vor dem nächsten Kampf mal... Na, das kann ich eigentlich direkt machen. Mal dafür sorgen, dass ich... nicht mehr verstrahlt bin. Das wäre ganz cool. Okay, wieder raus. Bitte. So... Können wir uns nämlich... Oh, das macht nicht mal komplett die Strahlung weg. Krass. Na, lassen wir das erstmal so. Da unten. Wir haben so viel Munition, dass wir jetzt erstmal die Munition nehmen, weil in wirklich schwierigen Kämpfen ist die Pumpgun halt nicht so geil. Deswegen nehme ich für die leichten Kämpfe lieber die Pumpgun. Oh, scheiße. Ja, nehme ich für die leichten Kämpfe lieber die Pumpgun und hebe mir dann halt die restliche Munition. Von den guten Waffen für die schwierigeren Kämpfe auf. Wo ist das Ding? Okay, tot. Wo ist der andere? Es sind immer noch drei, das kann doch gar nicht sein. Toll, dann weiß ich logischerweise auch nicht mehr. Wie konnte ich nochmal das Licht anmachen? Fuck. Oh, ich hab's zu lange nicht gespielt. Also es war mal Tab, aber das haben wir ja geändert auf... Ich dachte auf L wegen Light. Mich wohl geirrt. Muss wohl nicht weiter hoch, hä? Hallo? Fast tot, schade. Ah, sind wieder zwei. Ach, die Tür. Oh, das gibt's doch nicht. Das ist doch eine Pumpgun. Da muss ich doch nur nicht auf Millimeter genau zielen, um zu treffen. Wo kann ich denn nun verdammt nochmal mein Licht wieder anmachen? Sind wir verletzt oder was ist der Grund, warum wir jetzt so komisches Herzklopfen haben? Oh, unser Essen, das wir auf die Null gelegt haben, ist alle.
Das heißt, wir müssen uns was Neues aussuchen. Natürlich am liebsten irgendwas, das schwer ist. Blutpaket, Gewicht 0,1, ne? Und natürlich uns nicht verseucht, auch wichtig. Eichhörnchen am Stiel, das haben wir nur einmal, das macht jetzt nicht so viel Sinn. Köderkeule, Trefferpunkte 40, Gewicht 0,5. Das ist zum Beispiel schwer. Das haben wir immerhin viermal, deswegen lege ich es mal auf die 0 als neues Heilungswerkzeug. So, jetzt Haar, was Haar? Aber auch nicht Taschenlampe. Ach, ich schaue jetzt nach, komm, das dauert sonst viel zu lang. Einstellungen, Steuerung. Pip-Boy, J war's. J. Juhu. Spike? Da hat er auf Garanti auch ein paar. Es waren echt viele Hunde, ne? Sind irgendwie neue gekommen. Da hat er auf Garanti auch ein paar Blatt gemacht. Da liegt noch einer. Haben sogar Kronkorken teilweise. Ich verstehe nicht, warum diese Spiele, das ist ja nicht nur Fallout 4, sondern halt auch andere, warum die immer so einen Schrott in diese. In diese Gegner reinpacken, das gibt überhaupt keinen Sinn. Wenn von mir aus ein Zombie oder sowas ähnliches noch solche Sachen mehr, da kann ich es noch irgendwie nachvollziehen. Dann kann man halt sagen, okay, er hatte das Geld vielleicht schon in den Klamotten, bevor er zum Zombie wurde oder so. Aber bei Hunden, die können auch überhaupt nichts mit sich tragen. Warum hatten der eine eine Spielzeugrakete mitgehabt? Naja. Red Hirschfleisch und Hirschleber. Hirschleder, nicht Leber. Wahrscheinlich haben die Hunde an diesem Hirschkadaver genagt oder ihn vielleicht sogar vorher platt gemacht und dann an ihm genagt. Na, irgendwo da hoch sollen wir. Ich schau mal ganz kurz hier rüber. Ist das ein altes. Ich würde fragen, ob es ein altes Stadion ist, aber das ist ja nur ein abgestürztes Stück von diesem Highway da. Da liegen auf Garni auch wieder viele. Drüben ist auf jeden Fall ein Feuer. Liegen auf Garni auch wieder viele Fracks rum, in denen aber nichts drin ist. Hier war auch schon ein Fluss. Oder ist ein Fluss. Verseuchtes Wasser. Wir speichern mal. Sicherheitshalber. Ja. Was ist verseucht, Spike? Geh da nicht rein. Spikey. Ich weiß, dass du schwimmen kannst, aber. Ich würde halt gerne mal in den Waggon reinschauen. Da ist ein Haufen Zeug drin. Okay, wir schauen da mal rein, aber vorher müssen wir unser Red irgendwas nehmen. So. Jetzt bin ich anscheinend nicht zu tief im Wasser, weil es keine Strahlung mehr da ist. Okay. Ich versuche mich hier irgendwie vorzubewegen, ohne dabei großartig ins Wasser zu geraten. Mal gucken, ob ich das irgendwie hinbekomme. Aber ich glaube, es wird gleich tiefer, wenn ich weiter vorgehe. Okay, geht noch. Oh fuck. Oh fuck. Sind das wieder solche scheiß Monster? Aber da kommt gar keine raus. Ach doch, hier irgendwo. Habe ich jetzt alle Eier kaputt gemacht? Das war vielleicht nicht so schlau. Weil die kann man ja mitnehmen. Von diesen Mirrel. Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck, das ist der Papa. Das wusste ich nicht. Sorry. Ich wollte deine Kinder nicht umbringen. Oh, jetzt ist er da oben. Jetzt hat er irgendwie Weichpanzer Mirelob. Hat er irgendwie Scheiße gebaut. Sehr schön. Keine Ahnung, wie er da hochgekommen ist. Hat er gar keinen Sinn ergeben. Noch mehr? Oh, der kleine Baby. Der kleine Baby. Das kleine Baby. Hier haben wir, glaube ich, nie irgendwas drin gehabt. Aber aus dem Fleisch kann man, glaube ich, ziemlich leckere Sachen bauen. Deswegen gut, dass wir die mitgenommen haben. Und jetzt nehmen wir mal wieder einzelne Sachen. Zum Beispiel Eichhörnchen am Stiel. Ist doch nicht schwer. Das haben wir nur einmal. Das können wir ruhig mal nehmen. So. Wir können eigentlich sogar noch was nehmen. Wir haben ja nicht so viel Energie.
Nehmen wir mal Leguan am Stiel. Gibt auch 40. So. Das passt erstmal. Gehen wir nochmal hier rein. Oh, es geht eigentlich mit der Strahlung hier drin, weil anscheinend ist es nicht so ganz so tief. Das Wasser. Mireloik, ei, sehr gut. Und wie gesagt, daraus können wir, glaube ich, auch ein ziemlich leckeres Essen machen. Leider nur noch eins. Die anderen habe ich entweder zerschossen oder sind halt geschlüpft. So, schauen wir mal. Die Dinger haben hier alle nichts. Ich frage mich, wo sich der Papa versteckt hat. Den habe ich nämlich irgendwie gar nicht mitbekommen. Abgesehen jetzt von den Eiern war hier aber auch nicht wirklich das geile Zeug drin, muss ich sagen. Und ich schweife schon wieder ab. Ich nehme eigentlich fast jedes Mal vor, komm, heute einfach mal straightforward spielen. Nicht hier alles erkunden. Da wirst du eh nie fertig. Mach einfach deinen Quest weiter. Aber es klappt halt einfach nicht. Gibt einfach immer zu viele spannende andere Sachen, die man sich angucken kann. Munition für meine Schrotflinte wird auch langsam knapper, sehe ich gerade. Nur noch 44 Schuss. Aber ich sag mal so. Über 250, über 250, 92 und über 100. Sehr geil. Wir nehmen trotzdem erstmal, na, so. Wir nehmen trotzdem erstmal weiter die Schrotflinte, wie gesagt. Das ist einfach die umständlichste Waffe aufgrund dieser zwei Schuss, die man nur hat. Wo man nachladen muss, ist es einfach in jedem Kampf, der halt nicht nach diesen zwei Schuss vorbei ist, ist es halt scheiße. Was ist das? Ich weiß schon gar nicht mehr so richtig, was wir hier machen wollten, aber ich glaube, wir wollten irgendwas wegen der Antenne oder sowas holen. Bei der Polizeistation, beziehungsweise die Antenne war auf der Polizeistation oben drauf und ich glaube, deswegen wollen wir jetzt hier hin, weil wir irgendwas holen wollen. Ein Stimpak. Stimpaks sind, glaube ich, auch. Ah ne, ich glaube, Stimpaks wiegen gar nichts. War das nicht so, dass Stimpaks gar nichts wiegen? Deswegen wollte ich die jetzt erstmal nicht verwenden und warten, bis ich die anderen Sachen aufgebraucht habe, die halt Gewicht haben. Jetzt hänge ich irgendwie fest. Na? So. Okay, wir sind gleich da. Wir speichern mal. Arc-Chat Systems. Wir schauen uns natürlich hier um, bevor wir jetzt zu unserem Kollegen wieder gehen. Und sammeln die Sachen ein. Logisch. Birben und Teerbeere. Okay. Das war's. Weiter geht's. Hier scheint mir nichts weiter. Die Autofracks werden wieder alle leer sein. Gucken mal kurz. Es ist sehr groß, das Gebäude. Ansonsten würde ich halt gerne erstmal um das Gebäude herumschauen. Ich weiß ja nicht, ob wir jetzt wieder vorn rein und hinten rauskommen oder so. Und da man hier ganz gerne und ganz schnell mal in irgendwelche blöden Hinterhälte gerät, will ich mir eigentlich angewöhnen, die Umgebung immer erstmal zu sondieren, bevor ich mich darauf einlasse. Hier haben wir schon wieder verstrahlte, ich weiß noch mal, verstrahlte Fässer. Aber da liegt jetzt nichts in der Nähe, wenn ich das richtig sehe. Das sind halt die Pilze, die sind scheißegal. Dafür fange ich mir nicht freiwillig Strahlung ein. Was für eine dreckige Umwelt, oder? Wo alles beschissen verstrahlt ist. Wenn das noch auf den Sack gehen muss. Die kann ich mitnehmen. Die da sind zu nah dran. Spike. Im Spike stört das logischerweise auch alles nicht. Warum geht die Tür von alleine auf? Ich habe die Tür nicht geöffnet. Das macht mich nervös. Okay, hier ist erstmal alles safe. Wodka, den brauchen wir für Eintöpfe. Deswegen schön, dass wir das erstmal alles mitnehmen können. Ist mir eigentlich ganz lieb, wenn ich öfters mal in solche Hunde reingerate oder in so einen Rudel Hunde, damit ich ein bisschen die Sachen, also ein bisschen meine Energie verliere und dann einfach mein Essen essen kann, weil ich habe so viel davon, dass es schön ist, die Sachen auch mal verbrauchen zu können. Dass es auch einfach Sinn hat. Spike. Hey. Handeln. Ich will einfach nur mit der handeln.
Gut, was geben wir dir mal? Was geben wir dir mal? Was geben wir dir denn mal? Doppelläufige Schrotflinte. Also wir geben erstmal jede Waffe, die wir nicht selber verwenden. Logischerweise. Brauchen wir dann später zum Auseinandernehmen. Patronen natürlich nicht. Und dann gebe ich Ihnen jetzt vor allem die Sachen, die halt schwer sind, damit das schneller geht. Ein Baseball wiegt doch kein halbes Kilo, what the fuck? Fünf Kilo, ein Flansch wiegt 5 Kilo, nice. So, wir haben es gleich. Ich gebe mir jetzt einfach so viel wie möglich, logischerweise. Maulwurfsratten haben, wiegen halt auch jeweils 0,5 Kilo und ich habe 12 Stück davon. Okay. Ich glaube, 150 Kilo kann er nehmen, wenn ich mich recht entsinne. Müssten wir ja dann fast geschafft haben. Halt, Spielzeugauto. Stimpact, sage ich doch. Gewicht 0, Gewicht 0. Und ein Sturmfeuerzeug wiegt logischerweise ein halbes Kilo. Ich meine, was sonst? Okay, das war's. Mehr kann er nicht nehmen. Das heißt, wenn wir das nächste Mal voll sind, müssen wir zurückgehen und den ganzen Schrott abladen. Da bleibt uns dann nichts anderes übrig. Hier drin, obwohl die Tür von alleine aufgegangen ist, ist hier drin halt nichts anderes. Sehr, sehr interessant. Aufzug. Kein Strom vorhanden. Vielleicht können wir den ja im Nebengebäude einschalten. War hier noch irgendwas? Gehen wir den Rest noch rum. Schauen wir ganz kurz nach oben. Hätte ja sein können, dass da irgendwie eine Eingangsluke ist oder so und wir gar keinen Strom brauchen, aber naja. War dann leider doch nicht so. Und wie es aussieht, gibt es ja auch niemanden weiter. Also ist ein Hinterhalt wohl ausgeschlossen. Einkaufswagen, den können wir komischerweise nicht mitnehmen, ist vielleicht einfach zu groß, ne? Ja. So, ich bin da. Pass auf, wir ziehen das sauber und leise durch. Keine Heldentaten, alles schön nach Vorschrift. Verstanden? Missionszusammenfassung, das Ganze beschleunigen, nicht mein bestes Tänzchen. Warum sind wir nochmal bei ArcJet? Wir sind hier, um ein Gerät zu holen, das Signal des Funkturms auf dem Polizeirevier von Cambridge verstärkt. Ohne das Ding können wir unsere Vorgesetzten nicht kontaktieren. Denk dran, unser Hauptziel ist der Hochleistungssender. Konzentriere dich und pass auf, wo du hinschießt. Ich will nicht von einem Querschläger getroffen werden. Okay. Jetzt wissen wir's. Ach so, da ist einfach noch drin verschwunden. Ich dachte, es geht die Tür auf.
Tja, dann bin ich mal gespannt, wie viele Raider wir da drin treffen werden und ob das genauso langwierig wird wie in dieser komischen Herstellungsfabrik, in der ich mal war, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es genauso wird. Was haben wir hier liegen? Zahnrad. Ach, das ist eh nur Stahl und ein Flansch. Das ist so schwer. Nehme ich gar nicht erst mit. Weil, wie gesagt, Stahl ist das, was wir... Firmen wie diese hier, die den letzten Nagel in den Sarg der Menschheit schlugen. Sie nutzten die Technologie für ihre eigenen Zwecke aus. Sie steckten das Geld ein, ohne sich Gedanken über den Schaden zu machen, den sie angerichtet hatten. Stahl haben wir einfach so oft rumliegen in unserer... Und in Sanctuary, dass wir das echt nicht mehr einsammeln müssen, wenn es sich nur um Stahl handelt. Ausnahmen sind halt immer wie Tischventilatoren etc., weil ich glaube, da sind Schrauben drin. Zumindest war im Tischventilator mal irgendwann irgendwas drin, was ich gebraucht habe. Das sind doch gar keine Gegner. Sieh dir die Trümmer an. Wie es scheint, hat sich schon jemand um das automatische Sicherheitssystem der Anlage gekümmert. Schaltplatte. Wieso konnte ich denn nur einen... Also, wieso hat denn nur der eine hier Stahl etc. drin? Das sind doch 4, 5 Stück von den Dingern. Sieh dir die Trümmer an. Wie es scheint, hat sich schon jemand um das automatische Sicherheitssystem der Anlage gekümmert. Sehr merkwürdig. Na, schauen wir mal ins Terminal rein. Aber ich würde sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis. Bis zum nächsten Mal. Bis hoffentlich morgen. Tschö, tschö. Und ich versuche noch ein paar Folgen aufzunehmen, damit ja ich nicht in Engpässe gerate. Also dann, bis morgen.